So, ihr habt gedacht, heute ist die BMW-Folge. Ist es aber nicht. Wir haben hier ein Schaurennen mit einem sehr großen Flugobjekt wahrscheinlich. Und wir fahren hier quer durch die halbe Map. Also mal gucken, wo es hingeht. Das sieht aus wie ein A400M auf dem Bild. Also wer das Flugzeug kennt. Der Militärtransporter von Airbus. Und vor allen Dingen Schaurennen, mal sehen, mit was für einem Auto überhaupt. So, guck da mal hier rechts. Mein Gott, Anna, du rechnest so schnell um, das kann nicht mal das beste Navi der Welt. Das war gut. Wollte der fotografiert werden? Ich weiß es nicht. Storm Chasers heißt die übrigens. Anzahl der Siege 55, ja, das ist schon eine kleine Zahl. Auf dem ersten Platz verbrachte Zeit 1 Stunde und 24 Minuten. Rausen präsentiert Storm Chasers. Schlagen Sie Transportflugzeug. Oh, mit einem Jaguar. Alter, was? Denk einfach daran, ihr müsst beide dieselben Punkte treffen. Und das Ding hat einen gewaltigen Wendekreis. Das ist das ein A400M? So, Fotomodus, das will ich mir jetzt mal ansehen. Was ist das? Ist das ein... Ich weiß nicht, ist das ein A4M? Nee. Nein, 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 das ist kein A4M. Der A4M hat eine fette Antenne vorne an der Fresse und das hat der nicht. Oh, ist das Ding laut. Alter, wie geil. Und was ein Drift, Alter. Wieso ist das Ding so langsam? Scheiße, sieht das geil aus. Jetzt so im Regen. Also das mit dem Flugzeug feiere ich. Ich meine, es gab es zwar schon vorher, aber ein so fettes Transportflugzeug gab es nicht. Vor allem würde mich mal interessieren, was das ist. Ob das jetzt ein Hercules C-130 ist oder ein A400M. Aber ein A400M kann es nicht sein, weil der A4M hat eine fette Antenne vorne. Alter, wie die fliegen. Alter, das sieht ja so geil aus. Geil. Das sieht fett aus. Aber wirklich schnell ist das Flugzeug nicht, ne? 240 km/h nur in Klammern. Da sind Flugzeuge normalerweise schneller. Also. Ja, Flugzeuge sind normalerweise schneller. Deshalb die Baracken da. Ich habe gedacht, hä?
Alter. Ich bin die ganze Zeit Zweiter. So, das Flugzeug hat den Checkpoint schon lange erreicht. Das geht zum Flughafen. Ich konzentriere mich die ganze Zeit auf das Flugzeug, weil ich mir das Flugzeug angucken will, aber ich sollte mal lieber fahren. Wo ist es denn? Da hinten. Jetzt sehe ich es nicht mehr. Oh, da ist es. Ah. Ja, komm. Zugeben, ich habe nicht gedacht, dass du eine Chance hast. Du warst wie besessen, als du ihn gejagt hast. Xbox-Benachrichtigung anzeigen. Alter, wie geil sah das denn bitte aus? Das will ich mir nochmal angucken. Was war das denn? Also, ich bin ehrlich, die Aufnahmequalität ist nicht so die beste, aber egal. Aber das sah richtig nice aus gerade. Ja, wie geil. Cool. Sehr nice. Sehr nice. Aber nur in Klammern 7000 EP. Aber es reicht. So, Handy hat irgendwas passiert? Nein. Also das war richtig geil gerade mit dem Transportflugzeug. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal. Aber blöd, dass man das halt nur mit dem Auto fahren kann. Ich hätte es auch mit dem M6 gerne gemacht. Nicht ehrlich. Mit dem M6 hätte ich es gerne gemacht. Okay Leute, das war's dann mit dieser Meisterschaft. Wenn ihr soweit seid, starten wir vom Treffpunkt in Nizza Massena aus in die nächste Etappe der Autotour. Jawohl. Fahrt nach Castello. Wenn möglich, bitte wenden. Mach ich schon mal, Anna. Anna heißt sie, ja. Wollte schon den Namen meiner Freundin sagen. Aber nein, wie die heißt, das erfahrt ihr nicht. Vorerst. Ich muss mal mit ihr reden. Ich treffe mich ja mit ihr morgen. Da muss ich mal mit ihr sprechen, weil sie spielt auch sehr leidenschaftlich gerne. Spiele. Natürlich. Nicht das, was du jetzt denkst. Also ja, sie ist Gamerin. Wollte ich sie mal fragen, ob sie eigentlich auch Let's Plays macht. Das weiß ich gar nicht. Extreme Terrac Toys. Was haben wir denn da alles? Oh ja, ein KTM. Ich will den KTM Crossbow. Ich will den Crossbow haben. Bitte in der Originalfarbe. Oder in dem Grün. Oh, in dem Grün sieht er auch cool aus. Den nehme ich. Ja. Der Crossbow, der ist richtig, ein richtig geiles Streckenspielzeug. Der macht Spaß. Hui, ich kann immer noch da hinten bewegen. Hui.
KTM Crossbow. Leute, habt ihr beim letzten Rennen gehört, wie die Zuschauer gejubelt haben? Boah, ihr habt wirklich eine gute Show geliefert. Also, die nächste Etappe unserer Autotour führt uns runter nach Castelletto. Und denkt dran, es soll Spaß machen. Macht euch keinen Stress. Aufzieht. Gerade gab es ein Rennen gegen einen Typen in einem Frachtflugzeug. Oh, dieser Sound. Verrückt. Hier ist Chris Goss auf Hospital Records Radio. Die haben im Radio gerade über mich geredet. Ich meine, ist klar, ich bin Avesom. Awesome. Kennt ihr eigentlich auch South Park Awesome? Geilste Folge ever. Nee, das geilste Spiel ever ist einfach, geilste Sendung. Was heißt Sendung? Es ist im Prinzip das Spiel, einfach das Spiel zur Serie. Das Spiel von South Park. Oh, Alter, einfach geil. Ich frage mich eigentlich, weil ich habe ja mal Let's Play Contrast gemacht. Ich weiß gar nicht, war das auf dem Channel? Ich weiß es nicht unbedingt. Ich hoffe, es kommt irgendwann noch Contrast 2 raus, weil Contrast 1 war richtig geil. Also auf Deutsch Kontrast. Wie Fernsehkontrast, der Kontrast. Da, wo man zwischen Schatten und realer Welt wechseln konnte. Ich habe das Spiel gefeiert. Nanu, seht ihr das unten am Bremsscheinwerfer? Der verschwindet ab und zu. Wenn ich jetzt links, bleibt er. Der wird mal ab und zu mal kleiner. Seht ihr das? Jetzt ist er weg. Ah, da fahren wir aus dem Tunnel raus und es hat aufgehört zu regnen. Wie geil. So muss das sein. Ich bleib die ganze Zeit auf dem Gas. Oh, hoppla. Oh, jetzt regnet es wieder. Was eine Ironie. Alter, der fährt sich so geil. Na? Wow. Oh. Das ist ja auch ein geiles Bild. Weg mit deinem Kia. So, jetzt fotografieren wir mal 4 Autos. Oder 3. Jawohl. 200. Und ab da sieht man mal, ob es echt mehr Autos in Horizon gibt oder nicht. Weil es hieß ja mehr als 200 Autos. Bin ich mal gespannt, ob sie das eingehalten haben. Wenn nicht, dann, ja, haben sie halt gelost, ne? Ich muss gar nicht mehr lenken, fast. Oh, das sieht doch geil aus. Also einmal Kontrolle verloren, dann hast du sie auch verloren. 4 Kilometer noch. Wahnsinn, das war einfach fantastisch und davon habe ich noch mehr. Gleich nachdem ich euch erzählt habe, dass die nächste Etappe der Autotour heute in Castelletto stattfindet. Ja. Los Leute, sitzt nicht einfach nur da und bewundert die Aussicht. Bewegt eure Räder nach Castelletto. Sofort. Ich unterstütze euch währenddessen hiermit.
Der Crossbow hat auch eine Windschutzscheibe, gell? Ah, oh, guck mal, was da fährt unser Monstrum. Warum fährt er mit dem? Alter, wäre das Gelände nicht gewesen. Ich wäre da unten auf dem Weg aufgekommen. Ah, natürlich, das Getriebe ist voll im Eimer. Aber lässt sich noch gut fahren. Nur die Gangwechsel dauern ein bisschen länger. Die Folge ist auch schon wieder vorbei. Gott sei Dank. Entschuldigung. Wow, wow, wow. Na komm. Ah. Was ist denn hier? Ah. Schnellreiseschild. Ich überlege gar nicht mehr, was ich da mache. Ich drücke einfach nur noch aufs Gas. Aber scheint nicht viel zu passieren. Jetzt habe ich's. Dann haben wir es auch gleich geschafft. Folge ist dann vorbei und morgen geht's dann, wie versprochen, mit dem M6 auf den Roadtrip. Rechts abbiegen. Bin da. Oh, ganz schön warm der Rechner. Bisschen die Lüftung hochdrehen, ne? So minimal, maximal, die Mittel. Extreme Track Toys Meisterschaft. Die lockt Zuschauer an wie kaum eine andere, weil ein paar wirklich abgefahrene Wagen an den Start gehen. Und wenn wir extrem sagen, meinen wir auch extrem. Such dir ein Rennen aus, um die Meisterschaft zu beginnen. Mal als Frage. Ne, wir haben hier unsere Rennen. Und Castelletto ist hier unten. Ich glaube nicht, dass das so unbedingt sein soll. Naja gut. Wir sehen uns dann mal in der nächsten Folge. Oh, liebe Freunde der guten Unterhaltung. Ich muss rülpsen. Scheiße. Oh. Nein, 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 nein. Also, um ehrlich zu sein, der Crossbow, ich mag den Crossbow. Das ist ein... Das ist echt ein Streckenspielzeug der Extraklasse, weil ich das... Ich kenne das aus Dokumentation und so weiter. Das Auto macht in Real so unglaublich Spaß. Das Ding muss man einfach gefahren haben. Wer das noch nicht getan hat, der geht jetzt zu Jochen Schweizer oder zu dem jeweiligen KTM-Händler und fragt, ob man mal Probe fahren darf. Das muss man mal gemacht haben. Ich werde es auch noch machen. Auf alle Fälle.